Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 7. Zum Classic, zum Standard, zum wie auch immer ihr es noch nennen möchtet. Wir sind hier am Herumeiern. Also mehr oder minder. Und gucken natürlich, dass wir so ein bisschen was schaffen. Jetzt bin ich natürlich wieder im Hinterhalt geraten. Na gut. Weiter bin ich so schlimm, weil die nicht gerade stark sind. Da fällt mir grandioserweise ein, ich sollte vielleicht temporär gesehen... okay. Na toll. PHS. Erstmal Vincent mit ins Team nehmen. Weil es kann nicht schaden, wenn wir den mal eben seinen Limiter voll bekommen und einmal einsetzen. Damit ich das nicht schon wieder aus Versehen im nächsten Moment irgendwie habe. Ah, cool, irgend so eine komische Qualle. Oh, cool, die ist mit einem Schlag tot. Femklasse. Oh, aber ich sehe gerade was. Und deswegen muss ich nochmal unbedingt in die Ausrüstung. Ja, natürlich. Peacemaker. Silberarmband. Egal. Zerstörung, ja gut, braucht er nichts. Aber wir haben ihnen auf jeden Fall eine andere Waffe noch gegeben. So, und wenn mir gerade auffällt und einfällt, dass hier wir rüber können, gucke ich natürlich, ob ich hier noch irgendwo anders lenken kann. Ah, tatsächlich nicht. Okay. Oh, Cloud, hör auf, ihn zu schützen. Oh. Funktioniert leider zu gut. Na gut. Gequältes Hündchen. Nee, gut. Wir müssen dann hier doch drüber. Sonst kommen wir, glaube ich, nicht anders durch. Oh, ich kriege jetzt schon eine Krise wieder, Leute. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Okay, es wird immer mehr. Alles gut. Umso mehr wir an Gil bekommen und umso weniger wir ausgeben momentan, umso mehr schaffen wir auch quasi.
Ach, das ist wieder die Höhle. Das finde ich doch gut. So, Cloud's Limiter ist fertig. Das heißt, wir gucken uns den bei nächstmöglichen Gegner an. Weil hier heile ich mich jetzt erstmal stattdessen. Und für einen Gegner, nein. Einfach nein. Lohnt es sich gefühlt nicht. Cloud ist Level 38 inzwischen. Wir kriegen nochmal das Ether wieder, was wir im übertragenen Sinne verschwendet haben. Und jetzt will ich mal gucken, wo ich hier rauskomme. Okay. So. Ja, kommen wir direkt mit den Limiter um die Ecke? Ich würde sagen, ne? Tornado-Hieb. Okay, wo sind die Gegner? Gab es irgendwelche Gegner? Ist die eigentlich bessere Frage. Na gut, 1000. Ja, gut. XP. Gil kriegen wir auch wieder massig. Es ist halt so albern gewesen gerade. Okay, wir kriegen nochmal neue Gegner. Aber da haben wir wahrscheinlich auch bald vermutlich endlich den Limiter. Und das wäre halt schön. So, nächstes Mal, wenn der Kampf durch ist, bietet sich ein Zelt an. Barret ist Level 36. Also hat Level 36 erreicht. Okay, hier komme ich nirgends weiter runter. Ah, ein Kampf. Na denn. Wobei, wir können auch einfach mal ganz kurz gleich in die Übersicht gehen hier wieder. Zauber, Heilung. So, das reicht auch schon. Okay, hier können wir auch nicht weiter runter. Das heißt, wir müssen stattdessen hier grandioserweise wieder rein. Ach komm, echt jetzt? Na, wie komme ich hier hin? Ruckel die Ruckel. Mann, ist das fies.
Ah, okay. Elixier. Durch einen kleinen Schleichweg kommt man also dahin. Finde ich gut. Okay. Materielle Nebenwirkungen. Okay, wir kommen schon noch dahin, wo wir hin wollen. Ach nee. Komm. Kein langer Kampf daraus machen. Erst recht, weil es sowieso schon nervig genug ist. So. Das ist doch prima. Sniper CA. Warte, was ist Sniper CA? Sniper, Sniper, Sniper. Da. Hängenschütz. CA heißt das in dem Fall aber tatsächlich. Ja, ist nochmal ein Stück besser, ne? Ja. Finde ich gut. Ah, schön, Limiter. Gallianische Bestie. Warte, sowieso auf mich selbst. Oh, na gut. Verwandle Vincent ersten Limit. Verwende. Okay. Ich finde vor allem witzig, dass er dann wieder vollgeheilt ist in der Situation. Und was ich mich auch gerade frage, bleibt er dann jetzt so oder ist er gleich im nächsten Kampf wieder normal? Also, in seiner normalen Form meine ich halt, ne? Okay. Können wir gleich mal sehen. Ah, gut, er ist dann wieder normal. Wobei Heilung auf mich selber wäre gar nicht so falsch. Ah, okay. Ja gut, dann nochmal eine Menge XP, aber hier oben ist definitiv irgendwie gefühlt nichts.
Dann gehe ich wieder nach unten und gehe mal hier nach links längs. Nur um auf die nächsten Gegner zu stoßen. Ach Leute! Okay. Das wird langsam immer mehr. Auch mit den XP. Okay, wir sind jetzt mal von der anderen Seite rangegangen. Verstehe. Immer noch keinen Sinn und Zweck hier reinzugehen. Ah, ich finde es irgendwie etwas enttäuschend immer. Okay, aber nicht so wichtig. Wir kommen bestimmt noch an die richtigen Stellen, wo wir hinwollen. Tja, hätten wir uns den ganzen Weg auch sparen können eigentlich, ne? Okay. Na gut, na gut, na gut. Barret und Cloud sind ein Level aufgestiegen jeweils. Somit sind Cloud Level 39 erreicht. Hat er 39 erreicht. Und hat Barret Level 37 erreicht. Und mir ist ganz kurz die Luft weggeblieben. Gottes Willen. Was war denn das jetzt gerade? Ganz komisches Gefühl eben gehabt. Na, egal, nicht so wichtig. So. Viel wichtiger, dass wir hier draußen einen kurzen Kampf machen. Na gut. Schokoboköder Level 1, HI-Trank gekriegt, sehr viel Gil und sehr viel XP. Ach, es ist doch ein Träumchen. Und noch mehr Gegner.
Jetzt kriegen wir wirklich schon lächerlich viel XP und Gil. Ich meine, wir haben jetzt aktuell 65.000. Na gut, aber wir haben auch schon 24 Stunden Spielzeit. Unpraktisch. Unpraktisch. Sehr unpraktisch. Übrigens habe ich mir vorgenommen, demnächst, wenn die Final Fantasy Spiele mal akut reduziert sind, mir die zuzulegen. Weil ich habe gar nicht so viele Final Fantasy Spiele, habe ich festgestellt. Und ich will ja die komplette Reihe Let's Playen. Online, also Final Fantasy Online steht noch offen, ne? Ob ich das mir hole. Aber auf jeden Fall werde ich die ganze Final Fantasy Reihe mir auch noch zu Gemüte führen, also noch organisieren. Was ich noch nebenbei erwähnen möchte oder müsste, ist, dass ich kannloserweise alle Assassin's Creed Spiele ab seit gestern, also seit dem 3. Juli im Besitz habe, so gesehen. Das freut mich ein Stück weit, aber ja, beunruhigt mich auch gleichermaßen irgendwie, weil ich weiß jetzt schon, dass ich mir jetzt, wenn jetzt erstmal keine neuen Assassin's Creed Spiele rauskommen in naher Zukunft, die DLCs holen werde. Ich weiß, es kommt momentan oder es ist gerade ein Assassin's Creed Teil noch auf Reihe, was noch kommt. Das ist nämlich das mit der Japan-Geschichte. Das hole ich mir auch noch, aber das ist noch nicht bei Steam im Store vertreten gewesen. Zumindest nicht, wo ich geguckt. Ich müsste da nochmal nachgucken, ne? Ob das inzwischen verfügbar ist. Jedenfalls werde ich mir das dann auch noch zulegen. Und dann gucke ich, dass ich so langsam die DLCs, die ich auch haben möchte, auch noch hole. Logischerweise. Gut, was haben die beiden jetzt wieder für ein Bewegchen, dass sie eben nicht angreifen wollten? Gar keins. Aber ich kann auf jeden Fall mal Heilung 2 auf Barret anwenden. Der kann das gebrauchen. Nein, falscher Weg. Ah, wenn man sich halt nicht mehr komplett an den Weg erinnert und dann auf sowas stößt. Was ist das denn? Wer hat denn hier bitteschön die Transformers reingelassen? Blitz 2 in dem Fall. Ich meine, verstehe mich nicht falsch. Ich mag es, wenn ein bisschen Abwechslung da ist, aber warum zum ein Roboter? Na gut, er hat ein Level abgekriegt. Ist jetzt also der Vincent, ist jetzt auf jeden Fall Level 38. Okay, gut, wo war jetzt der Ausweg hier? Ne, das ist jetzt wieder der Abweg, ne? Oder bin ich jetzt raus? Ich bin raus, okay. Warte, mitten im Wasser? Ne, im Wald. Lol. Okay. 2 und die anderen Angriffe einfach nur. Okay.
Goldene Nadel haben wir bekommen. Hier ist nichts weiter, dann kann ich das doch verlassen, den Bereich. Oh, Gottes Willen. Ich meine, finde dich mal hier zurecht, ne? Das ist so. Ah, Träumchen, wir werden wieder von hinten angegriffen. Ich meine, warum habe ich auf dem Chocobo Schutz und im Buggy nicht? Das kapiere ich auch wieder nicht. Gut, ich will es auch gerade nicht kapieren, aber trotzdem. So, jetzt fahren wir mal hier. Dann soweit eine Weile nach Dan. Wow. Trank. Wir machen so gut wie gar keinen Schaden. Aber ich kriege auch wieder weniger Kill und so, ne? So, cool. Das umgehen wir jetzt mal ganz kurz, da das Gebiet. Heimkleister. Einfach durchweg angreifen, das ist jetzt wirklich nur noch Deko hier, die Gegner. Aber Leute, lange können wir das auch nicht machen. Denn die Zeit ist mal wieder rum. Und ja, auch vom rein rechnerischen kann ich jetzt nicht noch einen Part aufnehmen. Zumindest jetzt nicht. Wie es sich später verhält, muss ich noch gucken. So, bitte kauf etwas, egal was. Kaufen. Zelt. So, 20.000, gerne. 10.000 meine ich. 20 Zelte habe ich jetzt. Oder 10 Zelte habe ich jetzt. Ne, 20 habe ich gekauft, gut. Und ich kaufe noch einen Trank. Verkaufen, Objekte. Da würde ich ganz gerne den Peacemaker tatsächlich verkaufen. Und Quecksilber. Das war's dann. Halt. Ja, doch, das war's dann erstmal. Waffen, okay. Bringt nichts. Gucken wir mal hier rein. Gut, das ist halt irgendeine Behausung. Ist das hier irgendwie eine Übernachtungsmöglichkeit tatsächlich? Lass mich ran. Ja, ab dafür. Cool. Da haben wir uns so gratis, also im übertragenen Sinne gratis geheilt. Ich hörte, es sei hier jetzt in sich tätowieren zu lassen. In sich tätowieren zu lassen. Stimmt das? Stimmt. Vielleicht sollte ich mir ein O tätowieren lassen. Für einen armen Mann wie mich wäre ein. Achso, null. Genau passend. Oh Gott. Selbstsatire hier, ey. Okay,
Wir sollten noch mal ganz kurz gucken. Deswegen einmal ganz kurz hier umrüsten. Power Soul kann weg. Und ja, nein. Moment mal, was? Seht ihr einfach, wie viele Fassungen das Teil hat? Ich behalte es. Also, auch wenn es halt scheiße ist, weil es keine verbundenen Fassungen hat, es hat einfach mal verdammt viele Slots. Also, wenn ich mal im Notfall bin, ne? Ab dafür. Okay. Gatling-Gewehr kann weg und Feindschleuder kann weg. Kann beides weg, ne? Ja. Okay, dann gehe ich nochmal rein. Wo ich verkaufe, ist ja, glaube ich, auch relativ. Hier, Feinschalter kann weg. Power Soul kann weg. Das Runenschwert kann ja eigentlich auch weg. Ich kann es ja nicht ausrüsten und das ist halt sowas von unnötig. Okay. Objekte ordnen. Typ. Okay. Jetzt frage ich mich noch eine Sache. Wir speichern und beenden, Leute. Ich würde sagen, ich bedanke mich trotzdem erstmal recht herzlich wieder fürs Zuschauen, fürs Dranbleiben und dabei sein. Und ich würde sagen, man sieht und hört sich natürlich beim nächsten Mal wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Saus, haut rein und ciao, tschüss.